Ich gehe mal eben in Nachbarsgarten. Dort tut nämlich ein Spielplatz, Spielzeug warten. Jetzt hier, der Adolf hängt cool hier am Gerüst ab. So, wollen wir mal gucken. Ich bin gespannt, ob er da reinkommt. Aber der findet bestimmt. Ich glaube, er findet doch keinen Weg. Gut, was machen wir denn mit ihm? Würde ich sagen, es ist ja so ein schöner Tag. Was liegt da näher, als zu Hause zu bleiben? Nee, als. Gucken wir doch mal ganz kurz. Sekunde, wo haben wir denn hier die Stadt? Da ist das Stadion. Was haben wir denn da? Das Rathaus, das Polizeirevier. Ich schau mal ganz kurz. Himmelsring 525, das hilft mir nicht. Stadtpark, das sind die öffentlichen Dinger. Da haben wir noch das Institut für moderne Kunst. Da haben wir noch das Schwimmbad, Le Petit Hai. Am alten Pier. Buchhandlung, Bücherwurm, Stadttheater. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen kann sonst. Teilzeitjob annehmen im Lebensmittelmarkt, ich glaube nicht. Auf der Terrasse essen ist auch nicht so seins. Was haben wir denn hier? Teilzeitjob als Wellness-Spezialist. Na, ich mag Wellness. Ich glaube nicht, kleiner Adolf, am Schreibenunterricht teilnehmen. Da kann er seine Reden üben vielleicht. Dubios Lagerhaus und da er kann leider keine Verbrecherkarriere anfangen. Das haben sich ja einige von euch gewünscht. Ich würde ihm das auch sofort irgendwie, ne, zu Angesichte schmieden, aber leider geht es nicht. Hier haben wir die Familie Colbert, die eigentlich niemand haben will. Wen haben wir hier? Den Threepwood-Haushalt. Streich mit Eiern werfen. Streich brennende Tasche ist, glaube ich, nicht eine brennende Tasche, sondern in Wahrheit zündet man da Hundekacke an. Also man legt Hundekacke natürlich vor die Haustür, legt eine Zeitung drüber und zündet die Zeitung an, dann klingeln, dann weglaufen. Ja, hier kriegt man noch Tipps aus der Praxis, aber wir werfen mal mit Adolfs Eiern ans Haus. Mal gucken, was passiert, kann ja nicht schaden. Immerhin muss sich ja der kleine Mann heute abregen, mal schauen, ob er es damit schafft. Doch, da gehe ich mal hier lang. Taxi! Na also, geht's nicht schneller? Jetzt bitte eine 180-Grad-Wendung. Hey. Naja, das geht auch. 45. Ach, das waren ja 180, oder? Nee, doch, ja, nein. Hahaha. So. Da sind wir dann auch gleich. Jawohl. Und jetzt bewerfen wir mal das Haus mit Eiern. Ich bin sehr gespannt. Ich hab's noch nie gesehen und noch nie probiert. Das hier sieht übrigens auch geckig aus. Da, Klatsche. Und Klatsche. Bah! Aua! Ekelhaft! Du ekelhaftes Landei! Slack! Bibble! Take off! Yo, Bitch! Check mein Style aus! Hallo? Ach, dann besuche ich dich eben mal. Dann beehre ich die Herrschaft mit meiner Anwesenheit. Oha! Oha! Nein! Nein! Ihr Randalierer kommt euch wohl besonders clever vor mit euren dummen Streichen. Die Polizei von Sunset Valley ist gekommen, um die Treiben ein Ende zu bereiten. Mitkommen! Adolf wurde soeben von den Bullen abgeholt. Mensch! CSI-Profingen an der Zichte! Das sind ja ganz neue Wendungen in der Geschichte. Ach, der wird nur nach Hause. Ich dachte, der wird hier richtig verprügelt in Guantanamo und so, aber der wird einfach nur zu Hause abgeladen. Sozusagen Taxiservice. Da, sowas Doofes. Da habe ich jetzt ein paar Eier verschwendet. Oh, und der Kunibert. Oh, 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 jetzt gibt's hier. Ey, das finde ich voll nicht gut, Mann. Ey, das ist voll ungerecht, du kleiner Schelm. Oh, es reicht. Du hast Hausarrest, du kleiner Bengel. Denk nicht einmal daran, dieses Haus zu verlassen, ne? Denn das würde ich voll nicht gutheißen und da würde ich schon meinen Zeigefinger mahnend in die Luft erheben, nicht wahr? So, nach dieser ernsthaften Drohung, wie geht's denn dem Adolf? Was haben wir denn da? In Schwierigkeiten geraten. Oh, es ist nicht so schlimm, in Schwierigkeiten zu geraten, wenn es das wert war. Oha,
Das ist immer eine schlechte Vorbildfunktion. Hausarrest. Da musst du aber jemanden wirklich wütend gemacht haben. Ja, und zwar mich. Weil Streich gespielt, minus 30 Laune. Ja, da geht's ihm nicht so gut. Will er dann immer noch jemanden verprügeln? Dann könnte das ja eventuell mal hier, können wir ja vielleicht Kunibert. Das wäre mal interessant, ob das geht. Ich hab's noch nie gemacht. Über Aussehen, Spotten, Streiten, Verängstigen. Spezial, jähzornig, anbrüllen, streiten. Ach komm, wir brüllen mal Kunibert an. Ich mag Tante Ton nicht ganz so gerne. Es ist rosa. Adolf Schlömpel hat Kunibert Schlömpel angeschrien. Es ist ein epischer, deckenerschütternder Schrei-Wettbewerb, den keiner von beiden und auch nicht die Nachbarn so schnell vergessen werden. Das war jetzt nicht sehr episch. So, jetzt können wir vielleicht freundlich mal ein bisschen hier zu Kreuze kriechen. Da. Papa, es tut mir leid. Ich habe es nicht gewollt. Doch, Gott sei Dank vergibst du mir. So, Adolf Schlempel hat Hausarrest bekommen. Oh je, die Rechnung muss bezahlt werden. Ist jetzt bezahlt. Shit. Ich dachte, ich kann das noch irgendwie bla. Ihre Nalira. So, und Kunibert muss doch pennen. Der Alter, der kann doch hier nicht einfach so rumschlawenzeln. Der wird jetzt erstmal natürlich hier schön extrem schlafen. Und Adolf wartet nur, bis Kunibert im Bettchen ist. Ah ja, hat er sich richtig bettfein gemacht. Ich sehe schon. Einfach mal die Straßenklamotten fürs Bett anziehen und dann... Der geht doch jetzt nicht wirklich... Habe ich Bettmachen gemacht? Nee. Ach, der zieht sich an, um sein Bett zu machen und sich dann anschließend reinzulegen. So, jetzt haben wir natürlich hier einen kaputten Fernseher. Mal gucken, kann denn... Doch, der Fernseher ist kaputt. So, kann denn er vielleicht mal lesen? Geschicklichkeit, Band 1, Stecker ziehen. Dann liest er jetzt nämlich mal, dann ist er hier nämlich die Reparationshure, möchte ich sozusagen sagen. Also der repariert hier alles, was anfällt. Auch die Technik muss es sein. Wer schnarcht dann? Ach, der Oppes. So, verbringen wir die Zeit mit Adolf mal ein bisschen sinnvoll. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir in der Zeit, wo die alle pennen? Ich spule mal ein bisschen vor. Ach, Schnuckimund steht da schon auf. Ist das denn überhaupt schon an der Zeit? Hygiene. Oh, wie du stinkst, Mädchen. Ja, wenn man so stinkt, muss man natürlich erstmal nicht in die Dusche gehen, sondern erstmal was Leckeres essen. Ein Brunch wäre schön, aber gibt's nicht. Also lieber ein Snack essen und zwar... Eine Eiscreme wäre schön. Eine Eiscreme zu Mittag ist ja genau das Richtige. Anschließend nochmal Pipichen machen. Entstopfen. Naja, egal. Hauptsache drauf. Dann duschen und anschließend. Ja, anschließend. Ich hoffe, sie wird satt jetzt von, was ist die nochmal? Hab ich ja ganz vergessen. Irgendeine Kacke. Ach, ein Eis, genau. Anschließend schicken wir sie vielleicht zum weiteren Schmetterlingsfang oder so. Ach nee, anschließend. Nee. Anschließend haben wir ja noch ein paar Büschelein, die wir... bepflanzen können, hier so Kohlköpfe und sowas. Mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Glückwunsch! Adolf hat für die Fähigkeit Geschicklichkeit soeben Level 3 erreicht. Adolf bringt es nun fertig, dass die meisten Gegenstände sich von selbst reinigen. Reinigen vor allen Dingen. Halt die Klappe. Du reparierst jetzt mal den Fernseher und ich bin gespannt. Ja, hat der kleine Mann gerade ein Furzkissen versteckt. Da, hier mein Schräubchen, da ein Schräubchen. Das ist doch gute Wertarbeit, das sehe ich doch. So, hier. Na, da pole ich noch mal ein bisschen rum. Da noch klopfen. Ich bin gespannt, ob er eine gewischt bekommt. Ich traue mich gar nicht, irgendwo anders hin zu zeigen, weil es könnte jeden Augenblick soweit sein, dass es kurz bzzzt macht. Bzzzt. Nein, natürlich nicht. Bzzzt. Nein. Psst. Nein, das war doch nur ich. Nee, jetzt mache ich das nicht mehr. Psst. So, jetzt mal gucken. Sie ist gerade am Duschen und da sehen wir eh nichts. Da sehen wir nur dicke Pixel. Wir sind doch hier nicht bei Duke Nukem. Was soll denn die Pixel da? So, dann gucken wir mal hier. Er hat da ja sein Furzkissen installiert. Wie lange braucht er denn da noch? Aber der kriegt die Kiste echt heile. Das hätte ich ja nicht gedacht. Aber er hat ja auch schon so ein paar Geschicklichkeitspunkte. Also insofern schon ein super Handwerker. Kann er später ja... Ach, das Klo kann er mal entstopfen, wenn die Schnucki da durch ist. Ja, super. Macht sich ja bezahlt, der Adolf. Gut, dass wir den damals im Wohnheim adoptiert haben. Als kleines schnauzbärtiges Baby.
So, ach, Schnucki, muss... Zur Arbeit? Muss die zur Arbeit? Ich weiß es gar nicht. Was hat sie denn hier eigentlich? Ein Objekt kaufen. Mac-Shuffler Shuffleboard-Tisch. Das wird so gerade nicht passieren. Aber was passieren wird, das ist folgendes. Wir gucken mal ins Inventar. Wo haben wir denn hier den Kohlkopfsamen? So, Pflanzen. Mehrere Pflanzen. Mal gucken. Und zwar machen wir das mal. Ja, das machen wir hier vorne. Ne? Am Wegesrand. Was soll's? Da und da. So, mal gucken. Sie wollte ja unbedingt Gärtnerarbeiten machen und dann kann sie das auch gleich erledigen. Während der Adolf gleich den Fernseher fertig hat. Adolf Schlümpel hat Schraubenschlüssel und Hammer zur Hand genommen und ein Objekt von der Sorte Fernseher repariert. Nie wird er den Schweißer, bla 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 bla. Kennen wir ja schon. Glückwunsch, kennen wir auch schon. Okay, warte mal, da klingelt gerade das Telefon, Sekunde. Aber ich kann natürlich gerade nicht rangehen. Das heißt, ich werde gleich zurückrufen, würde ich sagen, sobald ich die Aufnahme beendet habe. Das kriegt ihr hier gerade mal live mit. Und deswegen muss ich das Telefon leider daneben liegen und abwarten, bis vielleicht jemand auflegt. Mal schauen, was passiert. So, dann muss ich mal ganz kurz gucken, wo ist denn hier die Schnucki? Die geht jetzt hier gerade Dingensen. Die pflanzt jetzt hier gerade Kohlköpfe ein. Ja, ja, ja. So, ein Köpfchen und dann gibt's gleich das nächste Köpfchen und da. Ja, 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 da hat sie sich gerade den Lebenswunsch erfüllt. Ach, ist das ein Traum. So, muss man die jetzt gießen oder wie funktioniert das? Wegwerfen geht natürlich auch, aber dann schmecken die meistens nicht mehr so gut. Okay, mal schauen. Wo haben wir denn jetzt... Wo ist denn... Wo ist denn... Wo ist denn... Ach, da ist er. Versteckt sich hinter dem Baum. Der muss doch jetzt mal das Klo entstopfen. Der kann doch hier nicht einfach so rumlaufen. Da entstopfen und dann kann er hier auch nochmal Pfütze aufwischen. Dann klappt das schon. So. Da. Stopfe, stopfe, stopfe. Durchgeht die Wurst geht durch. Durchgeht die Wurst geht durch. Ich stopfe, 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 die Wurst geht durch. Stopfe, stopfe, stopfe und die Wurst geht durch. Links, zwei, drei, vier, Wurst geht durch. Wunderbar. Und der Schnucki fährt in einer Stunde. Wo ist sie denn? Ach, die hat sich natürlich sofort, kaum ist die Kiste repariert. Da pflanzt sich natürlich gleich die erste davor. Aber sie muss auf jeden Fall umschalten auf das Kochprogramm. Das braucht sie ja unbedingt jetzt für die Arbeit. Das heißt, sie hat jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, da zu lernen, großartig. Und Adolf kann mal mitgucken. Weniger lachen, mehr mitgucken. Immerhin, das Fernsehen gucken ist auch viel besser, als Spaß im Leben zu haben. Und ob es ist gerade aufgestanden. Oh. Oh, hast du wieder auf der Parkbank gepennt, du Stinker? Da, da, das hab ich. Mensch, Adolf, du bist wirklich ein Tunichtgut, weißt du das? Ach, die kann mal ihre Fresse halten. Oh, Mensch, die Schnucki labert wie ein Stuss. Da, ich erfinde eines Tages die Glühbirne. Die Glühbirne. Ja, die werde ich erfinden. Ja, ich muss los, ne? Bis später, ihr Spastis. Da, Eddie ist die weg. Oh, sag doch nicht sowas. Ich werde eines Tages die Welt beherrschen und mit Schleim überziehen. Aus meiner Nase mit Popelschleim. Oh, oh, mit Popelslime, hä, was der? Der Gerald hat auch ganz viel. Nein, da komm, das lassen wir mal lieber. Was das denn? Weißt du, ich mag es, wenn das Haus blitzt und blinkt. Blitzende, blinkende Dinger sind mir die liebsten Dinger. Die blitzen und blinken, die Dinger, die blitzen und blinken. Dinger. Ja. Sag mal, hast du mein Fleisch gegessen? Meinen köstlichen Hähnchenschlägel. Dann binde ich dir nämlich Ballons an den Arsch, dass du bis über den Jupiter fliegst. Mit einer Batman-Maske von Geralt. Zum Auspeitschen. Ich habe übrigens eine CD aufgenommen mit meinen größten Hits. Ach ja, mit den Hits. Ja, ich werde ein richtiger Hollywood-Star. Ein Star. Und Hollywood wird deutsch. Deutsch. Dann heißt es Hitlerwut. Hitlerwut, gute Idee. Ja, ja, spinn nur mal weiter. Ich mag blitzende, blinkende Dinger und vor allen Dingen blitzende, blinkende Häuser, wenn sie blitzen und blinken, die Häuser. Ja, ja. Ja,